Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Lieben, zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty. Ich habe heute vor, mit euch mal schnell nach Rolnica zu laufen. Ich glaube, da haben wir eine Quest oder zwei. Und ich würde da bei der Gelegenheit auch gleich mal gucken, ob wir da vielleicht jemanden für unseren Bienenstock noch bekommen. Das steht ja noch aus, das wollte ich ja eigentlich schon längst mit euch machen, ne? Aber ich hatte ja gesagt, dass ich das in der neuen Jahreszeit, also sprich jetzt im Herbst, machen kann, weil ich da die Hoffnung habe, dass da ein paar neue Reisende ins Tal gekommen sind und vielleicht haben die auch sehr gute Werte und da können wir ja gleich mal gucken, ob wir Glück haben. Und Rollnitzer ist ja auch nicht allzu weit, also können wir da ja mal vorbeischauen. Vielleicht gehen wir gleich noch rüber nach Tutki, mal schauen. Tutki ist ja auch nicht weit, ist ja auch gleich hier über den Fluss, ne? Ja, es sind zwei Quests. Machen wir die Herbstquests heute mal alle so ein bisschen. Ich denke mal, dass wir möglicherweise sogar alle schaffen könnten. So, wer hat denn jetzt die Irmina? Da gehen wir mal gucken. Irmina, bist du das? How Ja. can I help you? Ja, wie kann ich dir denn helfen? Der Winter steht vor der Tür und wir haben keine Lebensmittel eingelagert. Der letzte Sturm hat unsere Ernte zerstört. Kannst du uns bitte etwas Getreide bringen, damit wir den Winter überstehen? Sicherlich kann ich das. Und ja, haben wir hier ein Kind zufällig, das wir mal noch mal ausprobieren können? Irgendwo muss doch ein Kind noch rumlaufen. Dachte ich. Wir gucken einfach mal hier. Bist du ein Kind? Not What can mir. I do for you, Mister? I have Nee, to go geht now. nicht. Also, das ist vielleicht auch schon zu groß. Ich weiß es nicht. Okay, und ja, wer sitzt jetzt hier? Wir brauchen jemanden für den Bienenstock. Nee, ist leider hier niemand. Wir wollten die Nebenquest. Zerstörte Ernte. 20 Roggen, 32 Weizen, 30 Hafer. Okay, dann werden wir mal gucken, ob wir das haben. Kaufen könnten wir es ja vielleicht auch. Aber nee, wir gucken. Wir gucken, ob wir es selber haben. Und jetzt gucken wir mal schnell noch. Nee, hier war doch noch eine zweite Quest. Ach, bin ich wieder durch den Wind. Sehr furchtbar. So, hier haben wir noch jemanden, oder? War da noch jemand mit einer Quest oder bin ich jetzt? Das ist die Irmina, ne, die hatten wir. Was springst du denn, Rasi? Du musst nicht springen. Hatten wir nie noch eine zweite Quest hier? Turmira war es? Nee. Das würde ich sagen, die hat nichts, ne? Nee. Wer hat denn jetzt die andere Quest? Ah, hier war doch noch jemand. Hier unten. Ist das hier hinten vielleicht zufällig jemand? Ja, die Huberta. Die Huberta. Huberta, wie kann ich dir denn helfen? Jo, einen Bogen kannst du kriegen. Warte mal, habe ich zufällig einen einstecken? Bitteschön, Dankeschön. Da haben wir das erledigt. Und ja, da können wir jetzt mal schnell nach Tutki laufen. Und da gucken wir mal, wer da sitzt. In Tutki haben wir keine Quest, ne? Nee. In Baranica wäre, Gostovia wäre, Hunica, nee. Okay, also Baranica und Gostovia noch. Ja, und dann müssten wir ja gucken, dass wir die Sachen für den Herold zusammenkriegen. Da müssen wir dann mal noch die Heroldsquest abschließen. Aber das machen wir nie heute. Das sammle ich alles zusammen. Und dann können wir ja
wenn wir die Quests hier alle abgeschlossen haben, vielleicht beim nächsten oder übernächsten Mal die Heroldsquest noch abschließen. So, ich könnte jetzt auf jeden Fall jemanden brauchen für meinen Bienenstock. Nee, da ist auch niemand dabei und du gehörst hierher. Okay. Gut, ich würde sagen, wir springen mal schnell nach Baranica rüber. Da sitzen ja auch manchmal neue Leute. Aber ich, ja gut, der hat schon gespeichert, das ist gut. Da brauche ich keine Schnellspeicherung machen, falls jetzt hier irgendwas ist. Ne? Man weiß ja nie. Renne ich ja jetzt wieder hin. Na doch, ich bin richtig. Ich dachte, ich bin schon wieder verkehrt gerannt hier. Hätte ja sein können. Gut, aber hier ist Branica. Hier könnte man eigentlich auch mal nach neuen Leuten gucken. Ne? Da gehen wir schnell mal hier. Hier ist ein Kind. Hast du? Kann ich dir? Nee, kann ich auch nicht. Der ist schon... Nee, sagte mal, gibt es hier gar keine gescheiten Leute mehr? Das ist ja schlimm. Das ist ja schlimm. Wir können uns erstmal schnell hier am Brunnen versorgen. Was trinken. Ein bisschen waschen können wir uns vielleicht auch mal. Wir haben noch gar keine Morgenwäsche gemacht. Das geht ja mal gar nicht, dass wir hier dreckig durch die Gegend laufen oder ungepflegt. So. Springen wir mal hier hoch. Ich denke, ihr wisst warum, ne? Erstmal großen Bogen holen und gucken. Aber da ist niemand. Okay. Man weiß ja nie, ne? So, Bogen weg, Jarasimir, den brauchst du jetzt nicht. Wir gucken, wer ja hier unsere Hilfe braucht. War doch hier, ne? Ja. Ich habe ja die Vermutung, dass das Alina ist oder wie die Frau heißt hier oben. Wir gucken mal. Ja, die Alina. Alina, wie kann ich dir denn helfen? Kannst du mir bei einer Besorgung... Ja, sicherlich. Ja, versprochen ein paar... Okay, sicher. Was brauchst du? Einmal Wolle, 4 Flachs. Okay, das kriegen wir hin. Erstmal gucke ich hier schnell. Ja, hier haben wir die Bogner. Sag ich doch, die Bogner. Bogner. Worin bist du besonders begabt? Es macht mir nichts aus, dass meine Hände schmutzig werden und mir der Schweiß über den Rücken läuft. Die Feldarbeit ist eine vielschichtige und herausfordernde Arbeit, aber am Ende werden wir reich belohnt. Hast du mit etwas Schwierigkeiten? Ich komme immer sofort zum Punkt, deshalb liegen mir zähe Verhandlungsgespräche nicht besonders. Ich habe einfach keine Geduld für lange Diskussionen, wenn es Arbeit zu tun gibt. Okay, du kommst mit. Ich brauche die Imkerin. So, dann müssen wir mal gucken, wo haben wir die Imkerin hier? Imker, bitteschön, dann kriegst du jetzt hier dieses Häuschen. So,
Und du gehst. Das zählt ja zur Landwirtschaft, ne? Dachte ich. Oder Tierhaltung. Bienenstock. Okay. Bogner. Natürlich die Honigwaben, ne? Sehr klar. Da machst du mal volle Kanne Honig. So. Und schon ist sie versorgt. Da haben wir unsere Imkerin, wie gesagt und wie versprochen. So, wir holen jetzt schnell mal einmal Flachs und einmal Wolle. Das können wir ja gleich wieder in Branitzer machen. Das ist nicht so weit, das liegt hier gleich auf dem Weg. Wenn ich richtig laufe. Ja, schon wieder in die falsche Richtung abgebogen. Ja, so kenne ich mich. Hui. So. Können wir die Quest nämlich gleich noch abschließen, da hätten wir das auch erledigt. Und da würde ich sagen, rennen wir schnell noch nach Gostovia. Ludomir, zeig mir mal bitte deine Ware. Ja. Weißt du, na, wartet mal, was haben wir denn für dich hier? Edle Stiefel kannst du kriegen. Den Rucksack und den Rucksack. Das verkaufe ich dir erstmal alles hier. Filzwest. Ach, hier kannst du auch kriegen. Die Gürteltasche. Oh, die hat kein Geld. Okay, ich brauche einmal Wolle, einmal Flachs. Wolle. Und ich nehme gleich mal die Stoffpuppe noch mit. So. Okay. Dann danke ich dir. Have a good day. Ja, du ebenso. Und da schaffen wir das gleich. Ne, ich wollte hier gucken eigentlich. Alte Lumpen. Jawohl. Ne, 4 Flachs. Auch noch 3-mal Flachs. Sorry, Lubomira. Ah, sie kann wieder nicht nachgucken und nie rechnen. Ich brauche noch 3-mal Flachs, bitte. Ja. So, danke dir. Jetzt habe ich alles. Ja. Jetzt habe ich alles. Der Rasi wieder. Oder die, die hier am Rechner sitzt. Kann wieder nie rechnen. So, Alina, ich bringe dir, was du brauchst. Bitteschön. Ja, vielen herzlichen Dank. Und wir gehen jetzt gleich weiter Richtung Gostovia. So weit ist das jetzt auch nicht. Ich denke, da gucken wir auch nochmal, was dort zu machen ist. Und ja, dann müssen wir mal gucken, was wir dann noch machen. Aber da hätten wir die Herbstquest gleich erst erledigt, soweit, ne? Seht ihr ein Feuerchen? Ich sehe keins. Oder ich sehe es erst wieder, wenn es zu spät ist. Nee. Oder?
Nee, da ist niemand. Die würden hier sitzen. Okay. Auch sehr schön. Muss ja auch nicht immer jemand da sein, ne? Hier liegt auch nicht. Okay, da können wir weitergehen und wir können ja schnell nochmal in Borovo gucken, ob wir da auch noch jemanden finden. Ich meine, unser zweites Bergarbeiterdorf braucht ja auch noch ein paar Leute, ne? Und hier liegt ein Laubhaufen. Da können wir ja mal reingucken. Und wir kriegen 15 Münzen. Das ist nicht schlecht. Das lasse ich mir gefallen. Haben wir jetzt auch viel Geld ausgegeben für diese ganzen Türen und Fensterläden, ne? Da kommt jede Münze recht, die wir einsammeln können. So, wir sind in Borovo. Wir gucken ganz schnell mal da, was los ist, ob da jemand sitzt für uns. Ein Blick riskieren schadet ja nicht, geht auch schnell. Biester ist in der Gewinnung gut, ja, aber der hat trotzdem nicht so viel, nicht so viel gute Werte. Okay, also auf geht's nach Gostovia. Da kommen wir eigentlich klar über den Fluss, oder? Ne, wir gucken hier vorne an der Brücke, vielleicht liegt da ja noch was. Ne, da liegt nichts. Kann ja nicht immer was da sein. Aber hier, aber ich denke, da hatten wir schon reingeguckt, ne? Ja, genau, da hatten wir reingeguckt, da lagen die 12 Münzen drin oder was wir da gefunden haben. So. Zwei Quests haben wir hier. Oh, die ist auch nicht schlecht. In der Landwirtschaft, Gewinnung. Und da müssen wir hier fragen. Speak Never. Hello. Die ist 22. Worin bist du besonders begabt? Ich war schon immer eine Naturgewalt. Was auch immer in mir im Weg steht, ich haue es um und grabe es aus. Gib mir nur das richtige Werkzeug. Hast du mit etwas Schwierigkeiten? Ich gehe lieber meinen eigenen Weg, als den Spuren von Tieren nachzustellen. Man läuft dabei doch nur im Kreis. So, die war 22. Ich will mal gucken. Steht denn das? Jedenfalls nie. Im Bergarbeiterdorf, oder? Nee. Ich gucke mal. Hier ist ja noch jemand alleine. Bernadette, da ist das. Okay, das nie. Das ist Leonardo. Nee. Das ist Landwirtschaft. Und was haben wir denn hier? Wir haben doch Gewinnung. Wer ist denn das? Bolemira. Das ist Ildefonso. Bratomir, der ist 18 und 22, das wäre ja 4 Jahre, ne? Das würde ja gehen. Komm mit. Dann gehst du jetzt zum Bratomir. Hä? Ach nee, Speak Never ist das hier. So. Bestätigen, genau.
Und dann gehst du arbeiten in die Mine. Und zwar in diese hier. So, da hat man's. Da haben wir jetzt. Ja, habe ich doch richtig gemacht, hoffe ich doch, oder? Ich gucke nochmal. Nicola und Roland, das war das andere einfache Haus. Ja, genau. Das haben wir richtig. Alles klar. So, und jetzt wollte ich gucken, wer hier die Quest hat. Bad Gosni. Ah, Alina? Adelina? Nee, so wie mir. So wie mir hat sie. Okay, hui, hopp, ihr dann Zaun. So wie mir, wie kann ich dir denn helfen? Wir brauchen deine Hilfe. Letzte Nacht gab es einen schrecklichen Sturm, der unser Haus zerstört hat. Könntest du uns bitte helfen, die nötigen Materialien zu sammeln, damit wir die Schäden reparieren können? Ich werde dich auch reich belohnen. Natürlich kann ich das. So, und dann... So. Und ich wollte eigentlich, dass du... Ach nee, ich kann eben nie ansprechen. So, was brauchen wir denn noch hier? Wiederaufbau eines Hauses. Wir brauchen 23 Holzstämme. Ja, die Holzstämme brauche ich noch. Okay, nun das kriegen wir hin. Und dann war ja hier noch jemand mit einer Quest. Wo ist das hier oben? Ja, doch, Romira, wie kann ich dir denn helfen? Ich bin wirklich hungrig. Könntest du mir ein paar Zutaten für ein gutes Essen bringen? Ich wäre dir sehr dankbar. Na klar. So, was willst du haben? Vielleicht kann ich das gleich hier kaufen. Fischfilet, 15. Okay, mache ich. Ich gucke mal, ob ich das hier zusammenkriege bei Alina. Da brauche ich erst noch... Ne, Adelina heißt die gute Dame. Zeig mir mal bitte... Ja, gib mir mal das Fischfilet her. Dankeschön. Ja, du auch. Und dann muss ich noch in die Schenke rennen. Die hat ja bestimmt auch was. Und wenn nicht, dann habe ich es zu Hause. Garda, zeig mir mal bitte deine Waren. Immer Fischfilet. Oh, naja, gut. Also muss ich doch nach Hause rennen. Aber ich würde sagen, dass wir das dann später machen. So, was habe ich noch so für dich? 64 Fleisch. Hier, du kriegst das gebratene Fleisch und das Fleisch dann online noch mit. Von mir aus den Google und die Gürteltasche. Die Kirschweine. Was habe ich noch so? Leinsamen. Brauche ich alles? Met? Ach, hier. Die hat keine Münzen mehr. Okay, dann... Goodbye. Mach's gut. Jo, naja, gut. Dann hat das natürlich so nicht geklappt, wie ich wollte. Ihr Lieben, wir fahren nach Hause. Ich denke, wir nehmen gleich die Kutsche bis Deniza. Oh, entschuldige. Ich wollte dich nie rempeln. Ich brauche eine Mitfahrgelegenheit nach Deniza. Ich danke dir. Danke fürs Mitnehmen und einen schönen Abend für dich. Es ist ja schon fast Abend, ne? So, und dann gucken wir mal schnell hier noch, wer hier sitzt. Ja, ohne Worte. Wir gehen nach Hause und das soll es dann erstmal gewesen sein für heute. Flinke Füße, Rasi. Oh, Füchslein, hallo.
Rase auf Abwägen schon wieder? Ach, ist das schön. Der Herbst sieht ja auch schön aus in dem Spiel. Das muss ich ja sagen. So, dann... will ich mich für heute von euch verabschieden. Ich finde das immer einen schönen Blick hier. Der Himmel sieht doch wieder toll aus, also die Wolken, ne? Ja, damit verabschiede ich mich aber ganz herzlich von euch, meine Lieben. Danke euch wie immer fürs Zuschauen und für euer Interesse. Und ich wünsche euch auch wie immer einen schönen Tag, einen schönen Abend oder ein schönes Wochenende oder einen schönen Urlaub, falls ihr noch Urlaub habt. Und dann sehen wir uns, so ihr denn wollt, beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Tschüss.